No. Der Mordfall Travis Alexander ist ein Kriminalfall der US-amerikanischen Rechtsgeschichte mit hohem Medieninteresse. Der 30-jährige Versicherungsverkäufer Travis Alexander wurde am 4. Juni 2008 in seiner Wohnung in Mesa, Arizona, mit einem Kopfschuss, 27 Messerstichen und einem Kehlenschnitt getötet. Das öffentliche Interesse war unter anderem deswegen so groß, weil die Gerichtsverhandlung gegen die Hauptverdächtige Jodi Arias vor laufenden Kameras stattfand und dabei Gewalt und Pornografie zentrale Rollen spielten. Die Angeklagte verstrickte sich in Widersprüche, die sie für das Geschworenengericht zusehends unglaubwürdig erscheinen ließen. Arias wurde am 8. Mai 2013 vom Maricopa County Superior Court des Mordes, First Degree Murder, an ihrem Ex-Freund Travis Alexander für schuldig befunden und am 13. April 2015 zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Vorgeschichte und Mord. Travis Alexander, geboren am 28. Juli 1977, und Jodi Arias, geboren am 9. Juli 1980, lernten sich im September 2006 auf einer Konferenz einer Multilevel-Marketing-Verkäuferfirma, die Rechtsschutzversicherungen vertreibt, im Rainforest Cafe im MGM Grand Hotel in Las Vegas kennen. Eine Woche später begannen sie eine Beziehung. Alexander gehörte einer mormonischen Glaubensgemeinschaft an, der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, und führte Arias im November 2006 dort zur Taufe. Die Liebesbeziehung endete 5 Monate später, jedoch verkehrten Alexander und Arias weiterhin sexuell miteinander. Jodi Arias zog von Palm Desert, Kalifornien, nach Mesa, Arizona, dem Wohnsitz Alexanders. Knapp ein Jahr später, im April 2008, zog Arias zu ihren Großeltern nach Eureka, Kalifornien. Laut im Prozess vorgelegten widersprüchlichen Indizien betrieb Arias gegenüber ihrem Ex-Freund angeblich Stalking, drang in sein Facebook-Konto ein und hörte seinen Anrufbeantworter ab. Am 28. Mai fand im Haus der Großeltern ein angeblicher Einbruch statt, bei dem eine Schusswaffe des Kalibers 6,35 mm Browning abhanden kam. Am 2. Juni mietete Jodi Arias in Redding, Kalifornien, einen Wagen an, mit dem sie in den folgenden 3 Tagen 4.500 Kilometer zurücklegte. Am 4. Juni 2008 starb Travis Alexander. Freunde fanden seinen durch 27 bis 29 Stichwunden verstümmelten Körper 5 Tage später in der Dusche seines Apartments in Mesa. Alexanders Hals war durchtrennt, sein Kopf wies eine Schusswunde über der rechten Augenbraue auf, hervorgerufen durch ein Projektil des Kalibers 6,35 mm. Ermittlungen und Gerichtsverfahren. Die Polizei fand im Bad die DNA von Alexander und Arias. In der Waschmaschine befand sich eine kürzlich von Alexander gekaufte Digitalkamera, auf dem gelöschten Speicherchip fanden die Ermittler Fotos, die die beiden UA in sexuell eindeutigen Posen zeigten, aufgenommen am frühen Nachmittag des Mordtags. Des Weiteren Fotos mit Zeitstempel ab 17 Uhr und 20 Minuten von Alexander unter der Dusche, wenige Minuten bevor es zu dem wie auch immer gearteten Geschehen kam. Knapp 3 Minuten später aufgenommene Fotos zeigten ihn stark blutend im Bad. Jodi Arias wurde am 15. Juli in Kalifornien verhaftet und im September nach Phoenix, Arizona, überführt. Sie lieferte im Laufe der Ermittlungen und des am 10. Dezember 2012 beginnenden Prozesses mehrere Versionen der Tat. Zunächst behauptete sie, sie hätte Alexander zuletzt im April 2008 gesehen und sei am Tag der Tat gar nicht in Arizona gewesen. Später gab sie zu, am fraglichen Tag in Alexanders Wohnung gewesen, aber von 2 Eindringlingen überfallen worden zu sein, die sie angegriffen und Alexander getötet hätten. In der letzten Version gab sie zu, Alexander selbst getötet zu haben, in Notwehr gegen häusliche Gewalt. Der Staatsanwalt forderte von Anfang an die Todesstrafe, während die Verteidigung auf verminderte Schuldfähigkeit wegen Notwehr plädierte.
Mehrere Psychologen traten als Sachverständige auf, zeitweise standen eine posttraumatische Belastungsstörung Arias wegen Misshandlung durch ihre Eltern und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zur Diskussion. Später gab Arias an, von Alexander mental, physisch und sexuell missbraucht worden zu sein. Am 4. Februar 2013 trat die Angeklagte selbst in den Zeugenstand. An den 18 live von CNN übertragenen Prozesstagen im Zeugenstand verstrickte sie sich in Widersprüche, sodass es die Jury am 8. Mai 2013 als bewiesen ansah, Arias sei des Mordes schuldig, also ein Urteil fällte, das entweder die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung zur Folge hat. Die Geschworenen konnten sich am 23. Mai 2013 nicht auf die Todesstrafe einigen, weswegen das Verfahren den Status Mistrial, fehlgeschlagenes Verfahren, bekam und mit 9 Geschworenen zu Ende geführt wurde, die dann nur noch darüber zu entscheiden hatten, ob die Todesstrafe verhängt wird oder nicht. In den meisten anderen US-Bundesstaaten, die die Todesstrafe vollstrecken, erhält ein verurteilter Mörder bei über das Strafmaß unentschiedener Jury automatisch lebenslange Haft. Auch in der Wiederverhandlung rund ein Jahr später, auf die die Staatsanwaltschaft und die Opferfamilie bestanden, konnte sich die Jury nicht auf die Todesstrafe einigen und sie endete wiederum in einem Mistrial. Danach blieben nur noch lebenslange Haft mit Aussicht auf vorzeitige Entlassung nach 25 Jahren oder lebenslange Haft bis zum Tod als Optionen übrig, da die Staatsanwaltschaft nur zweimal die Todesstrafe beantragen kann. Am 13. April 2015 fand das Gericht sein Strafmaß und verurteilte Arias zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, unterstützt uns mit einem Like und abonniert uns für weitere True Crime. Weiter geht es mit dem zweiten Teil. Dennis Lynn Rader, geboren am 9. März 1945 in Pittsburgh, Kansas, ist ein US-amerikanischer Serienmörder, der als BTK bekannt wurde. Leben. Dennis Rader lebte bis zu seiner Inhaftierung in Park City, einem Vorort von Wichita, etwa 11 Kilometer nördlich der Stadt. Rader wuchs zusammen mit 3 Brüdern in Wichita auf und schloss die Wichita Heights High School ab. Er besuchte 1964 die Wichita State University und arbeitete von 1966 bis 1970 als Mechaniker in der US Air Force. Während dieser Zeit wurde er in Südkorea, der Türkei, Griechenland und Japan eingesetzt. Nach seiner Rückkehr besuchte er das Butler County Community College in El Dorado sowie die Kansas Wesleyan University in Salina, bevor er im Herbst 1973 an die Wichita State University zurückkehrte, wo er 1979 seinen Abschluss in Justizverwaltung machte. Während seiner Collegezeit arbeitete er in der Fleischabteilung eines Supermarktes in Park City. Von 1970 bis 1973 arbeitete er als Monteur bei der Coleman Company, einer Firma für Campingausrüstungen, in der auch 2 der ersten Opfer des BTK-Killers arbeiteten. Vom November 1974 bis Juli 1988 arbeitete er in einer Firma für Haussicherheit, wodurch er Zugang zu einigen Häusern seiner Kunden erhielt. Durch die allgemeine Angst vor dem Serientäter verzeichnete die Firma eine gute Auftragslage. 1976 zog er nach Park City. 1989 half er bei der staatlichen Volkszählung in Wichita. Ab 1990 arbeitete er für die Stadt Park City. Viele Nachbarn erlebten ihn in dieser Funktion als streng, schikanös und unnachgiebig. Er war außerdem seit 30 Jahren Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche in Amerika und war gewählter Vorsteher seiner Gemeinde. Der Fall BTK. Die Polizei von Kansas geht davon aus, dass der sich selbst BTK nennende Serienmörder zwischen 1974 und 1977 mindestens 7 Personen umbrachte sowie 3 weitere Morde zwischen 1985 und 1991 beging.
Die Abkürzung BTK steht für Bind, Torture, Kill, Fesseln, Foltern, Töten. Das war die Art, in der der BTK-Mörder seine Opfer behandelte. Die meisten Opfer waren Frauen. Auffällig war, dass verschiedenen Medienvertretern im oben genannten Zeitraum schriftliche Botschaften zugespielt wurden. Nach einer längeren Pause begann dies wieder im März 2004, wodurch die Polizei dem Täter auf die Spur kam. Opfer. Unter den Opfern des BTK-Killers befinden sich vier Mitglieder einer Familie, Joseph Otero, seine Frau Julie Otero und zwei ihrer Kinder, Catherine Bright, Shirley Vian, Nancy Fox und Vicky Wegerle. Zwei weitere Mordopfer, Maureen Hedge und Dolores Davis, wurden erst später mit dem Serienmörder in Verbindung gebracht. Insgesamt hat er im Zeitraum von 1974 bis 1991 mindestens 8 Menschen umgebracht. Spermaspuren, die nahe bei oder auf seinen Opfern gefunden wurden, dienten als Beweis für die Täterschaft Raders. Briefe. Der BTK-Killer trat nach längerer Pause im März 2004 wieder in die Öffentlichkeit, als der Wichita Eagle einen Brief von einem Bill Thomas Kilman erhielt. In dem Brief gab der Schreiber an, dass er am 16. September 1986 Vicky Wegerle ermordet habe. Mit dem Schreiben schickte er ein Foto des Tatortes sowie den Führerschein des Opfers. Im Dezember 2004 fand die Polizei eine weitere Nachricht, im Wichita Murdoch Park wurde ein Päckchen gefunden, das unter anderem den Führerschein von Nancy Fox enthielt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Mörder entschloss, 2004 wieder aufzutreten, da sich der Beginn seiner Mordserie zum 30. Male jährte. Einige Experten mutmaßten irrtümlich, dass der Mörder während seiner Abwesenheit aufgrund anderer Straftaten im Gefängnis saß. In seinen Briefen behauptete der Mörder, 1939 geboren worden zu sein, er gab an, in der Nähe von Eisenbahnlinien aufgewachsen zu sein. Sein Vater starb angeblich während des Zweiten Weltkrieges und er sei daraufhin von seiner Mutter großgezogen worden. Verhaftung. Das letzte Paket des BTK-Killers, das am 16. Februar 2005 bei dem Fernsehsender XAS-TV in Wichita einging, war offenbar der letzte Hinweis, den die Polizei benötigte. In dem Paket befand sich eine Computerdiskette, die nach FBI-Analysen zu Radar zurückverfolgt werden konnte. Auf der Diskette befand sich ein gelöschtes Word-Dokument, welches wiederhergestellt werden konnte. In den Metadaten des Dokuments war ein Mann mit dem Namen Dennis als letzter Bearbeiter der Datei vermerkt. Die Software war auf die Evangelical Lutheran Church in America registriert. Auf der Internetseite der Kirche fanden die Ermittler heraus, dass ein gewisser Dennis Rader der Präsident der örtlichen Kirche war. Ebenfalls in dem Paket befand sich die Fotokopie des Umschlags eines Buches über Serienmörder sowie eine goldfarbene Kette mit einem Medaillon. Bevor die Polizei Dennis Rader verhaftete, hatte sie eine vorhandene DNA-Probe des Mörders mit medizinischen Unterlagen einer Tochter von Dennis Rader verglichen. Dies ergab, dass der BTK-Killer ein Blutsverwandter sein musste. Am Nachmittag des 25. Februar 2005 wurde Dennis Rader in Park City als Hauptverdächtiger im Fall BTK festgenommen. Bei einer Pressekonferenz der Polizei am 26. Februar wurde bestätigt, dass es sich bei Rader um den BTK-Killer handele. Am 1. März 2005 wurde Rader in 10 Fällen des Mordes angeklagt. Rader bekannte sich bei Verhandlungsbeginn am 27. Juni 2005 für schuldig und lieferte als Geständnis eine nüchterne Beschreibung der begangenen Morde ab. Am 18. August 2005 wurde Dennis Rader zu einer 10-fachen lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er sitzt in der El Dorado Correctional Facility in Kansas ein. Verbindungen zu den Opfern. Rader lebte in derselben Straße wie das Opfer Maureen Hedge, nur 5 Häuser entfernt. Die Coleman Company befindet sich nur einige Blocks von einer Telefonzelle entfernt, von der aus der BTK-Mörder von einem Mord berichtete. In der Firma arbeiteten außerdem auch 2 der Opfer. Rader und Joseph Otero, eines der ersten Opfer, arbeiteten beide als Mechaniker bei der Air Force. Subliminale Botschaft. In den 1970er Jahren versuchte man den BTK-Killer mittels einer unterschwelligen, subliminalen Botschaft dazu zu bringen, sich selbst zu stellen.
Dabei wurde in einer Fernsehsendung über ihn für circa eine zehnte Sekunde eine verkehrt herumliegende Brille, ein Motiv, das BTK in einem Brief zu seinem Mord an Nancy Fox verwendet hatte, sowie der Text "Now call the chief, rufe jetzt den Polizeichef an", eingeblendet. Die erhoffte Wirkung blieb aus. Mediale Verwertung. Die Geschichte des BTK-Killers wurde 2005 in Jagd auf den BTK-Killer mit Greg Henry und 2008 in BTK mit Kane Hodder verfilmt. Zudem existieren mehrere Low-Budget-Horrorfilme wie BTK 2005 von Michael Pfeiffer oder I Survived BTK 2010 von Mark Delevitz. Das belgische Agrotech-Projekt Suicide Commando brachte ein Album mit dem Namen Bind, Torture, Kill heraus, welches die Geschichte Raders mehr oder weniger genau behandelt. Darüber hinaus befindet sich auf dem Album Suffocation der amerikanischen Death-Metal-Band Suffocation ein Song mit dem Namen Bind, Torture, Kill. Die amerikanische Thrash-Metal-Band Exodus veröffentlichte im Jahr 2014 das Lied BTK auf ihrem Album Blood In, Blood Out. Die japanische Doom-Band Church of Misery hat einen Song mit dem Titel BTK. Auf dem Album Tectonical Power der deutschen Speed-Metal-Band Spitfire befindet sich ein Song mit dem Namen Raider's Will. Das Stück Raider 2 auf dem Album Grace for Drowning von Steven Wilson beruht nach dessen Angaben ebenfalls auf dem BTK-Fall. Stephen King wurde durch den Fall zu der Geschichte Eine gute Ehe inspiriert, die in der Novellensammlung Zwischen Nacht und Dunkel erschien. In der Kriminalserie Criminal Minds wird der Fall des BTK-Mörders mehrfach erwähnt, aber nie direkt behandelt. In der Doku-Reihe Amerikas gefährlichste Killer, GB 2009, wird in einer Folge dieser Fall dargestellt, Staffel 1, Folge 2. In der ersten und zweiten Staffel der Netflix-Serie Mindhunter wird in kurzen Sequenzen ein Charakter gezeigt, der auf Raider basiert. In Staffel 2 der Netflix-Serie Catching Killers wird der BTK-Fall ebenso behandelt. In der sechsten Staffel der Netflix-Serie Riverdale wird BTK als Nebenfigur und Handlungsmotiv für den Charakter Betty Cooper eingeführt und lose behandelt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, unterstützt uns mit einem Like und abonniert uns für weitere True Crime. Vielen Dank.